Moin Moin und Hallo! Herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit einem UV-Desinfektionslämpchen. Weil heutzutage, auch früher war das zwar so, aber heutzutage sind noch mehr Viren und Bakterien unterwegs, scheinbar, denkt man, oder? Und deshalb hat man die Hygiene mehr im Kopf als wie früher. Und deshalb habe ich mir so ein cooles Ding hier besorgt. Ein UV-desinfizierendes Lämpchen von Green Sun. Das ist die upgradete UV-Sterilisationslampe. Und die besteht aus zwei leistungsstarken LEDs, die so sind wie eine Entkeimungslampe. Die ist tragbar, UVC-Sterilisator mit Licht. Ihr müsst nämlich sehen, das Licht hat ja ein größeres Spektrum. Es gibt Infrarotlicht, welches wir nicht sehen, nur spüren. Es gibt das normale visuelle Licht, was wir sehen. Das seht ihr ja gerade auch anhand der Optik hier im Video. Dann gibt es das ultraviolette Licht. Das ist nämlich hier zu finden. Das ultraviolette Licht sieht man noch. Es hat aber so einen Schwingungsgrad, dass es die DNA von den besagten Bakterien und Viren zerstören kann. Und dann kommt noch mehr, das ist dann X-Rays, also die guten alten Röntgenstrahlung. Das sind sozusagen die Hauptstrahlvarianten, die es gibt. Das visuelle Licht sehen wir jetzt und deshalb können wir auch jetzt sehen, wie dieses besagte Gerätchen hier aussieht und abgeht. So, wir schauen uns an. Die Verpackung ist wirklich edel, aber klein. Guck mal, es ist wirklich klein. Das ist meine Hand. Das passt super Monster da drauf. Aber warum sollte es auch größer sein? Weil es ist ja so konstruiert, dass es klein und kompakt ist. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie das aussieht. So, wir öffnen das Päckle und raus kommt eine Trägerplatte. Darunter haben wir ein bisschen Salz. Nicht essen, weg damit. Das ist nur, damit es trocken bleibt. Dann haben wir eine Bedienungsanleitung am Start auf Chinesisch und Englisch. Dann haben wir hier noch eine Spezifikationsanleitung. So, ne, das heißt wohl, dass es staatlich geprüft worden ist da oder durch irgendeinen Test gegangen ist, dass es auch funktioniert. So, jetzt haben wir hier ein kleines Tütchen. In dem kleinen Tütchen finden wir einen Adapter, der von USB C auf USB geht. Okay? Wir brauchen nur unser Handy, beziehungsweise wir brauchen eine Stromquelle wie unser Handy. Das ist nämlich das Sinnvolle daran. Und die Stromversorgung funktioniert dann über das Handy oder die Batterie im Handy speist dann die Lampe, dass es funktioniert. So ist es am einfachsten, weil jeder hat ja sein Handy immer dabei. Und kann dann loslegen. Dann haben wir hier noch einen weiteren Adapter, sehe ich. Der geht halt von dem Lightning-Connector, der hier unten dran ist, auf USB-C. Das heißt, wenn euer Handy USB-C unterstützt, ist das euer Ding. Wenn euer Laptop oder euer Ladegerät oder wo es anstellen wollt, dann ist das hier eure Konnektivität von Lightning zu USB. Also zwei Arten, oder eher gesagt drei Arten, der möglichen Energiegewinnung sind da USB, USB-C und der Lightning-Connector, der hier dran ist. So sieht es also aus. Es ist ganz schön kompakt gebaut, wie ihr seht. So sieht es aus. Da sind die zwei fetten LEDs. Auf der Rückseite steht noch Warnung, man soll nicht reingucken. Und dann steht da noch der Hersteller Green Sun. So, also wir haben hier Lightning Connector und die USB Sachen im Hintergrund, die wir auch benutzen können. Also multifunktional. Also dieses Teil ist upgraded worden. Wir hatten schon mal eins im Pack. Ne? Und jetzt gibt es eine neuere Version, die leistungsstärker und halt effizienter sein könnte. Man kann also mit dem geeigneten Stecker ans Handy das Ding betreiben und zum Beispiel auch mit einer Powerbank wäre auch möglich. Das sind so verschiedenartige Einsatzmöglichkeiten.
Mit der UV-Lampe, also die beiden LEDs, die hier drin sind, werden innerhalb von 30 Sekunden 99,9% der DNA von Bakterien und Viren effizient und sicher zerstört. Boah, das hört sich schon gut an. Und überall hast du das Ding zur Hand. Das ist also voll mobil, voll leicht einsetzbar, was wirklich wieder ein Vorteil ist, ne? So, Smartphone zur Hand, Gerät zur Hand. So, und jetzt würde ja jeder denken, okay, ich mach das mal ran. Zack, geht nicht. Ist auch richtig so, weil wir sollten nicht unsere Haut damit desinfizieren und wir sollten nicht in unseren Blickkontakt dieses UV-Licht reinbringen. Das heißt also, wir drehen es um. Da haben die Hersteller gut mitgedacht. Deshalb, der Lightning Connector ist nämlich nur von einer Seite bespielt mit Konnektivitätsgedöns. Wir drehen um und nun geht's an. Pass auf. Seht ihr den Untergrund? Und reinstecken und los geht's. Zack. Jetzt sehen wir, da sind sie an. So, da. Da ist es. Das ist das besagte UV-Licht, welches wir dann zum Desinfizieren benutzen können. Ne? Also einfach dran halten. Es ist permanent aktiv. Und jetzt holen wir uns diverse Sachen. Hier, Zahnbürste. Jetzt gehen wir hin, halten das dran und werden jetzt innerhalb von 30 Sekunden dort eine Entbakterialisierung, Sterilisierung und auch Ent-DNA-risierung von unserer Zahnbürstenspitze erreichen. Ganz einfach, wie ihr seht. Das UV-Desinfektionslämpchen übernimmt das Design des Mobiltelefons. Das stimmt, es sieht wirklich sehr stylisch aus daran. Fällt kaum aus. Es wird kein Akku benötigt. Man nimmt einfach den Akku vom Telefon und nutzt diesen dann für sich selber oder für das Gerät, welches wir hier ja benutzen. Die UV-Strahlung hat dann die ganzen Bakterien und Viren nachhaltig geschädigt. So, nächstes Ding. Hier, Mundschutz. Kennt ihr alle, ne? Mundschutz tragen, danach einfach drüber gehen, festhalten und alles mal abfahren. Die UV-Strahlung tötet jetzt die DNA, zerstört die ein bisschen und dadurch kann sich das Virus bzw. das Bakterium nicht mehr weiter verbreiten und nicht mehr weiter Schaden anrichten an euch oder an euren Mitmenschen oder natürlich auch an den Tieren. Also voll easy, wie ihr seht. Ne? Geeignet für viele Gelegenheiten, Räume, Schlafzimmer, Küche, also jetzt nicht für den ganzen Raum zu desinfizieren. Da werdet ihr, glaube ich, ein paar Tage dran, bis ihr so einen ganzen Raum desinfiziert hättet, auf diese Art und Weise. Also das ist wirklich hier so für den mobilen Einsatz. Das heißt also, wenn ihr einfach Gegenstände habt, die nicht so, ja, die voll mit Bakterien sind, einfach dran halten und dann wird rum desinfiziert. Also ihr könnt es überall einsetzen, nur nicht unter Wasser zum Beispiel, das geht nicht. Das wäre ja irgendwie auch ein bisschen strange, oder? Und nicht menschliche Haut oder tierische Haut oder in die Augen geben, denn das UV-Licht kann dort natürlich auch wirken. Denn ihr wisst, wenn ihr euch in die Sonne legt, ja, also wenn ihr richtig hier Sonnenanbeter seid, dann wird das nach einer Zeit auch schlimm werden, denn ihr bekommt davon dann Hautkrebs. Das ist genau das Gleiche. Die UV-Strahlung zerstört einen Teil eurer DNA-Stränge dort in den Hauptzellen und dadurch kann es dann zu Bildung von Krebszellen kommen. Deshalb also nicht auf Haut und auch nicht in die Augen damit. Und ihr seht, es sieht cool aus. Wo ihr das auch super verwenden könnt, ist natürlich, wenn ihr einen Zwei-Komponenten-Kleber habt. Und dieser Zwei-Komponenten-Kleber hat dann zum Beispiel eine UV-Aushärtung. Dadurch härtet nämlich der UV, durch die UV-Strahlung, härtet nämlich dann die besagten Klebeeigenschaften viel schneller aus als ohne. Was natürlich auch ein sehr sinnvolles Einsatzgebiet ist, wenn ihr zum Beispiel
Skorpione bei euch rumrennen habt, dann könnt ihr die mit dieser Lampe ganz einfach detekten. Denn die Skorpione reagieren auf ultraviolette Strahlung und so könnt ihr die zum Leuchten bringen. Das gleiche gilt einfach bei weißen lackierten Oberflächen, zum Beispiel auch Kunststoff. Die leuchten richtig, wenn ultraviolettes Licht auf sie trifft. Im Dunkeln natürlich seht ihr das dann viel besser. Oder ihr könnt damit auch, wer ja früher CSI geguckt hat, der kann damit ja auch alle möglichen Körperflüssigkeiten auswählen, zum Beispiel Sperma etc., könnt ihr damit also auch herausfinden. Also ihr seht ein multifunktional einsetzbares, kleines, kompaktes und immer griffbereites Gerät. So, schön, super cool. Und wenn ihr fertig seid, zieht ihr es einfach ab, dann seht ihr, ist es wieder aus. Also eine tolle Entwicklung, einfach in der Anwendung, schnell erledigt. Ihr müsst es einfach 30 Sekunden mindestens draufhalten. Nach 30 Sekunden sind 99,9% fort. Außer es ist irgendwie so ein super krass Ding, den man dann doch nicht mit UV-Strahlung kaputt kriegt. Und nicht auf eure Augen. Die Maße sind in der kompletten Länge 54 mm. Das sind 2,1 Inches. In die Breite 16 mm. Also ihr seht, baulich ganz klein und kompakt gebaut. Es braucht keinen eigenen Akku, es braucht keine Batteriewechsel. Es nimmt sich den Akku über euer Gerät selber. Jetzt gucken wir natürlich auch nochmal, ob das mit USB-C funktioniert. Weil ich habe hier mein iPad. So, iPad. Jetzt gucken wir mal. Dran damit. Ach Quatsch, ich muss hier erstmal den Connector von Lightning auf USB-C dran machen. So, das wäre hier die Seite. Mal gucken, wie rum wir das reinstecken. Plöppel-böppel, eingeloggt. Jetzt kommt das. Und zack, funktioniert. So, also ihr könnt sogar dann hier nehmen, iPhone draufhalten, beziehungsweise das Teil dann umdrehen. iPhone desinfizieren mit dem iPad als Beispiel jetzt. Ne? Genau das gleiche könntet ihr mit einer Powerbank vollziehen. Also so dranhalten, ein paar 1 cm Abstand lassen und dann langsam über das Smartphone fahren. Eine coole Idee wäre ja natürlich auch, ihr kennt das ja immer, wenn ihr am Bezahlen seid, drahtlos am Bezahlen seid, dann touchen das ganz viele Menschen an und das ist immer sehr unangenehm. Dann könnte man hingehen und 30 Sekunden das da drauf halten mit seinem Smartphone auf den Eingabebereich und danach sind die Viren und Bakterien abgetötet und das ohne Desinfektionsmittel, also ohne Nebenwirkungen in dem Fall. So, schon ist das iPhone hier, die Oberfläche auch desinfiziert. Cool. Und wenn ihr fertig seid, abmachen. Und ihr habt gesehen, der Connector hier hat also funktioniert. Und das Gleiche könnt ihr dann auch noch mit einem USB-Teil selber machen, sprich mit einer Powerbank. Also von der Größe her seht ihr das. Schön kompakt. Und nice. Sehr cool. Deshalb sage ich, das ist sowas wert. Ey. Portabel, schnell, in der Tiefe, alles desinfizieren. Dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.